Moin Leute, ich grüße euch zurück zu einem weiteren Part unseres Let's Plays Dark Souls Remastered, Episode Nummer 8. Und wir sind jetzt hier im Bezirk der Untoten angelangt, nachdem wir den einen Drachen da hinten vorbeigeschlichen sind, diesen ein, naja, etwas hinterrücks abgeschossenen Wildschwein platt gemacht haben, stehen wir jetzt vor verschlossenen Toren vom Bezirk der Untoten. Jetzt heißt es natürlich erstmal wieder Wege suchen, wie wir vorankommen. Ich hoffe nur, dass wir den einen Drachen da hinten nicht platt machen müssen jetzt noch, weil würde auch Sinn ergeben, weil da hinten ist einfach ein Leuchtfeuer. Da hinten ist ein Tor. Hier ist ein Tor. Aber am besten ist vielleicht erstmal... Da unten ist eine Treppe. Da geht es doch nach unten. Okay, dann weiß ich schon mal, wo es als nächstes für uns weitergeht. Natürlich möchte ich weiterhin erforschen, gucken, was so geht, was nicht so geht. Wir schauen einfach mal, was uns so erwartet. Haben wir hier? Okay. Geht's anscheinend nicht weiter. Ich weiß natürlich immer nicht, wo hier noch so Secrets sind, die man jetzt abgreifen könnte. Ja. Macht keinen Sinn, einfach gegen eine Wand zu klatschen. Ich denke mal, wenn da irgendwie was Unsichtbares sein sollte, dann sieht man das. Okay, ich wollte gerade sagen, dass sie bewegt sich, aber... Nee. Man da durch? Nee. Das sieht auch etwas seltsam aus, aber okay. Brennende Leichen. Na du? Würdest du bitte die Tür öffnen? Bitte? Ja, nichts. Naja. Dann schauen wir uns mal hier unten um. Oh, hi. Okay, der haut ab. Was hast du vor? Gut, den als Sprungangriff zu machen, war jetzt wirklich etwas unnötig. So, hier unten scheint sonst nichts weiter zu sein. Ich habe natürlich jetzt keine Wurfmesser. Das wäre jetzt echt cool. Ja, das sind einfache Zombies. Aber, ja, so viel zum Thema einfach. Und Peaks. Okay. Es sind schon ein paar. Aber wenn man die so ein bisschen locken kann, dann geht das schon. Keine Items, kein gar nichts. Schade. Wäre immer schön, wieder was Gutes zu finden. Da ist noch jemand. Da liegt was. Okay, so viel dazu. Haben wir das auch schon mal entdeckt? Gibt es da noch einer? Nö. Geheimschlüssel. Okay. Wie soll man da rankommen? Geheimschlüssel. Der Zweck dieses Schlüssels ist unbekannt. Es scheint sich um einen einfachen Gefängniszellenschlüssel zu handeln. Okay. Für eine Zelle. Naja, gut. Vielleicht gibt es da irgendwo noch ein Gefängnis. Okay, hier sind zwei, drei Gegner. Zwei. Und Peaks. So, wie kommt man daran? Meine Güte. Oh, ja, balancieren auf... Oh Gott. Hilfe? Geht das? Große Seele, verlorene Untote. Okay. Wow. Dass man hier drauf überhaupt noch stehen kann, ist schon echt irre. Gott. Angst. Okay, das hätten wir geschafft. So, dann ab nach oben. Ist da noch mehr Gegner? Ich sehe keine jedenfalls. Bild hoch. Oh, der nächste Boss, oder wie? Na schön. Wir haben es bisher relativ gut geschafft, hierher zu kommen.
Schauen wir mal, lebensenergietechnisch. Ich denke mal, ich werde mal sicherheitshalber noch mal heilen, wenn jetzt wirklich ein Boss kommt. Schnell Schild. Nichts. Okay, gut. Sind wir hier oben? Alles klar. Okay, wir sind jetzt ein Stück weiter oben. Da ist nichts weiter. Da rechts. Okay, da ist noch eine Ecke. Knarr. Sheet. Versuch den mal. Yes! Und er lebt noch. Er lebt immer noch. Nein. Cool. Ein Ritterschild. Oh, da ist noch einer. Okay, cool. Ja. Wir haben das alles da hinten hinter uns gelassen. Schön. So, Ritterschild. Mal gucken. Na, sieht optisch nicht so nice aus, aber hunderte physischer Schadensreduktion. Okay, das ist gut. Das heißt, im Nahkampf sollte uns wirklich, also im einfachen Nahkampf, sollte uns wirklich nichts mehr erschüttern. Bessere Haltung. Gut, da habe ich sowieso keine Ahnung von. Und von den Attributen her kriegt man das eigentlich relativ gut hin. Magie und Blitz geht ein bisschen runter. Gut, Magie um 10, Blitz sogar um 25. Uff, okay. Aber das ist okay tatsächlich. Also damit kann ich arbeiten. Dieser mittelgroße Metallschild ist aufwendig ziseliert. Okay. Und bemalt. Obwohl er wohl in uralter Zeit von adligen Rittern benutzt wurde. Verfügt er über ähnliche Verteidigungswerte wie andere Schilde? Okay. Ja, ich meine 93% Schadensreduktion schon ordentlich. Feuerreduktion und dann ganze 30 Punkte hoch. Haltung habe ich keine Ahnung. Gut, es wiegt um einiges mehr. Aber das sollte ja nicht das große Problem sein. Und hat bessere Robustheit. Meint, wir haben gerade eine Belastung von 15,9. Damit würden wir auf 19,9 kommen. Komm, das ist doch entspannt. Das ist entspannt. Okay. Sonst noch irgendwas, was wir machen könnten? Goldharz. Fügt der Waffe der rechten Hand Blitze hinzu. Das klingt auf jeden Fall interessant. Das würde ich mal auf die Liste packen. Ansonsten, rüstungstechnisch haben wir sonst noch nichts Ordentliches gefunden. Jedenfalls nichts, was mir zusagt. Ich wäre ja immer noch so für relativ leichte Kleidung, aber anständige Waffen. Waffen können ruhig auch schwer sein. Schwere Waffen machen ja meistens mehr Damage. Mehr Damage. Na komm. Schlitz. Nice. So, du hast einfach mal nur eine Wand bewacht. Alles klar, cool. So, was haben wir hier unten? Oh, super. Oh, super. Komm mal her, kann ich dich hier noch herlocken? Hoffe, ich muss nicht gleich gegen beide kämpfen. Gleichzeitig, das wäre etwas unschön. Komm, lass mal noch ein bisschen hoch hier. Oh, wow. Okay, das war schon mal GG. So, den einen anderen Ritter da, den können wir leider nicht hinterrücks angreifen. Hier geht auch nichts. Okay, da kommt auch schon.
Guter Schaden. Ja, treten. Genau. Treten wird's bringen. Aber den kriegen wir auch klein und von denen kriegen wir auch kleine Scherben. Okay, damit könnten wir unser kleinen Dolch ja schon mal ein bisschen verbessern. Da lang oder da lang? Sind ja mehr oder weniger von hier aus gekommen. Ich würde dann mal hier so lang gehen. Ja. Klasse. Gönn mir den da unten erstmal. Ah, ich muss immer noch ordentlich draufknüppeln. Das finde ich nicht so nice. Die Waffe ist wirklich gut fürs Zustechen bisher. Ein Kellerschlüssel. Okay, wir haben ja zwei neue Schlüssel bekommen bis jetzt. Öffnet einen schmalen Durchgang, der dich unter der großen Brücke hindurch in die untere Stadt der Untoten führt. Die untere Stadt der Untoten ist ein türkischer Ort. Wende den gerissenen Dieben oder den wilden Hunden, die dem Ziegendämon dienen, niemals deinen Rücken zu. Ziegendämon? Hatte doch dieser eine Händler auch was von erzählt. Oder? Nee. Kann ich das nicht aktivieren? Doch. Sesam, öffne dich. Okay, damit sollten wir auch wieder entspannter hier zurückkommen. So, dann war hier drüben noch irgendwas. Hellebarde. Ha. Das ist auf jeden Fall so ein fieser Gegner. Hellebarde. Oh, das macht schon gut Schaden. Normalstoß. 110er Schaden. Was machen wir jetzt aktuell? 78. Oh je, nee. Nee, damit komme ich nicht klar. Das ist definitiv keine Waffe, die ich nutzen werde. Nutzen wir einfach das Neue. So. Okay, so, und jetzt. Oh no. Ah, da kommt schon mal einer. Das ist gut. Wenn ich die einzeln raus. Da ist noch ein großer. Okay. Ja, ein Stich ist die Waffe echt gut. Oh je, da ist ein großer. Oh, schön. Hinterhalt, oder wie? Hä? Ach so, du kommst zuerst. Alles klar. Cool. Komm mal her. Graf. Er hat einen Degen. Und ein bisschen verbuggt ist der anscheinend auch. Okay, gegenseitiges Heilen. Let's go. Machen wir nochmal von vorne. Was? Lass mich in Ruhe trinken. Okay. Na, komm. Komm. Das war ein schöner Konter.
Okay, so, und jetzt auch du. Gegen den Großen da hinten? Gar keine Lust drauf. Brauche ich mir vielleicht gleich erstmal einen anderen Weg. Aber erstmal gönne ich mir den hier. Zum Mitternachtssnack. Okay, der ist weg. Puh. Ja, dann ist noch der eine große. Aber der ist wirklich groß. Ist das wieder der nächste größere Gegner? Wahrscheinlich einer von denen, wo diese anderen komischen Ritter übelst reinhauen. Gar keine Lust drauf. So. Hier passiert nichts weiter. Na schön. Ihr habt mir hier hinten ja noch ein bisschen weh. Doch, hier kommen wir lang. Zwei, nee, drei Gegner. Okay. Der da hat mich sogar schon gespottet. Ui, die halten ein bisschen was aus. Ah, no. No. Ja, ganzen Gegner lieber vorsichtig machen, das ist wichtig. Ding dong. So, und jetzt noch du da. Deiner hübschen Armbrust. Hast aber keine Verteidigung. Oh, da ist der Große. Okay, dann haben wir hier noch einen Weg. Gucken, wo es hier lang geht. Ja, fast 5000. Wir könnten durchaus wieder mal zu einem Leuchtfeuer kommen. Es wäre schön, wenn wir wieder einen finden könnten, weil wir haben nämlich sehr lang keinen mehr. Es hört sich nach einem Schmied an. Hoffe mal, der ist auf unserer Seite. Direkt unter mir. Oder auch nicht. Oh, Leuchtfeuer. Perfekt. Juhu. So, dann würde ich sagen, den entfachen wir auch gleich mal, dass wir wieder ein bisschen mehr Estus haben. Achso, ich bin noch eine Hülle. Let's go. Je mehr wir davon haben, desto besser. Solange wir auch keine Heilzauber haben. So, und jetzt entfachen. Oh yes. Cool. So, und jetzt heißt es wieder aufsteigen. Und zwar können wir eine Stufe nur machen. Okay. Ja, vielleicht ein bisschen was auf Kondition gehen. Damit erhöhe ich auch meine Belastung um eine Stufe. Und ich bekomme mehr Blutungsresistenz. Gut, Giftresistenz wäre schön gewesen. Weil diese verdammten Ratten, die hatten ja schon echt übel zugesetzt. Aber okay, wir gönnen uns erstmal Kondition. Schön. So, wo ist dieser verdammte... Auch noch irgendwas? Ah, Hallöchen. Hallo, Herr Schmied. Bist du ein Zwerg? Well, you must be a new arrival. I'm Andre of Astora. If you require smithing, then speak to me. Ja, cool. Oh, Ausrüstung umwandeln. Ich habe nichts zu machen. Warte mal, wird eine Spezialglut benötigt? Okay. Waffe verstärken? Ja, das können wir endlich. Das ist ein bisschen doof, dass Waffe und Schilde als Waffe definiert werden. Mal ganz kurz was schauen. Ritterschild zu Dingens verbessern. Warte mal. Nee.
Warte mal, Anzeige umschalten. Ich würde nur die Haltung verbessern, weil im Angriff... Oh, ich nutze ein Schild ja nicht für einen Angriff, höchstens zu parieren. Macht ja gar keinen Sinn, den dann zu verbessern. Ja, muss erst mal mit dem Ding ganz klarkommen. Wie ist denn das mit der anderen, mit diesen hier? Der war ja auch sehr schön. Aber auch hier würde sich schadensreduktionstechnisch nichts verbessern, was ich echt ein bisschen schade finde. Hier ein bisschen physisch plus, gerade wegen den kleinen Scherben, hätte Sinn gemacht. Okay. Kurzschwert. Ja. Ja, hier macht das mit dem Angriff natürlich Sinn. Ich denke, ich werde mindestens eine Stufe erstmal verbessern. Ja. Und dann nochmal verbessern. Das 8 und... Warte mal, was? Plus 31 plus 28... Geht das in der Mathematik überhaupt gerade auf? Das sieht irgendwie weird aus. Ach nee, normal, links, rechts, Stoß. Ja, okay, okay, okay. Ja, ich habe das kurz falsch interpretiert. Okay, fast 100 Schaden. Klingt eigentlich echt gut. Und danach haben wir 100 Schaden, aber dazu brauchen wir erstmal eine kleine Scherbe. Okay, Rüstung verstärken. Das ginge natürlich auch. Allerdings würde ich schon ganz gern generell was Besseres haben wollen. Ansonsten, ja, die Verbesserung, da sieht man durchaus, dass da ein bisschen was hochgeht. Schade, dass Blutungsresistenzen und sowas nicht mit nach oben gehen. Aber ist okay, ist okay. Gut, was können wir kaufen? Kleine Scherben könnten wir kaufen. Versteckt Standardwaffe plus 5. Apropos, haben wir das überhaupt schon mal gelesen? Titanitscherbe zur Waffenverstärkung. In dieser Form wird Titanit am häufigsten vorgefunden. Verstärkt Standardwaffen auf plus 5. Titanitscherben sind Bruchstücke der legendären Schollen. Titanit wird zur Verstärkung in Waffen eingeätzt. Okay, interessant. Art Hochias Wappen. Öffnet versiegelte Tür inmitten des Waldes. Für 20.000. Ich glaube, da sollten wir noch nicht hingehen. Öffnet eine von uralter Magie versiegelte Tür im Finsterwurzgarten. Die Tür führt zum Grab von Sir Art Hochias, den Abgrundschreiter. Viele zogen schon aus, das Grab zu suchen. Doch keiner kehrte je zurück. Sie waren leichte Beute für Banditen. Das Wappen kann daher in der Hand Unerfahrener mehr Schaden als Nutzen. Wir sollten also definitiv besser gerüstet sein, wenn wir dahin wollen. Also, Hinsterwurzgarten. Sprich, da sollten wir nicht hingehen. Waffenschmiedekiste. Verstärkung von Waffen am Leuchtfeuer? Okay. Mit diesem Werkzeug kann man aus Titanit Waffenverstärkungen herstellen. Zum Verstärken einer Waffe muss man eine Rast in einem Leuchtfeuer legen. Weil ich kann dann selber meine Waffen schmieden? Das ist gut. Und Rüstungsschmiedekiste. Mit diesem Werkzeug kann man aus Titanit Verstärkungen herstellen. Zum Verstärken einer Rüstung muss man eine Rast in einem Leuchtfeuer. Okay. Bei einer Summe bräuchte ich da 4.000. Na gut, 2.000 habe ich fast zusammen. Oh, Langschwert. Ja, wir haben jetzt aktuell fast 100. Bastardschwert. Okay. Klingt nicht schlecht, aber braucht 3.000 dafür. Ist Zestus. Ist das? Schlag. Waffentyp Stulpen. Diese Stulpen schützen die bloßen Händen mit dicken und robusten Leder. Der Zestus hat nur eine kurze Reichweite, aber dafür nur eine kurze Abklingzeit. Die Schadensmenge ist abhängig von der Stärke des Anwenders. Okay.
Stachelschilde. Ja. Ja, die Schilde sind jetzt an sich auch nicht wirklich Premium. Wir haben ein Gewicht von 3. Was hat meins? Der hat ein höheres Gewicht. Und ähnliche Stats. Ja, dann bin ich ja schon fast dazu geneigt, hier einen zu holen. Okay, Drachenschild klingt eigentlich generell schon viel hübscher. Aber prinzipiell passiert hier auch nicht viel mehr. Aber vom Gewicht her leichter. Ich denke mal, darauf sollte ich auch so ein bisschen gehen. Wenn ich dadurch relativ gute Schadensreduktion bekomme, her damit. Und das kann ich auch einsetzen. Ja, komm, ich gönne mir ein Drachenschild. Okay, dann lass mal noch ein bisschen reden. Most weapons and armor are mighty sturdy indeed. But every hunk of metal has its breaking point. If you notice durability running low, it's time to repair. You can ask a blacksmith like myself, or do it on your own with a grindstone. The nice thing about weapons, they never betray you. So pay them a little respect, eh? Das ist schon sehr philosophisch, aber ja. There are two types of weapon forging. There's reinforcement and there's ascension. Reinforcement is simple. It strengthens the weapon and nothing more. A simple task for any blacksmith. Hell, you could even do it yourself with a smith box. But ascension's a finer art. It alters a weapon's properties. Ascension is the territory of we blacksmiths. A smith box just won't do the trick. Start out with reinforcement. When that loses its charm, you can consider ascension. As you've noticed, this land is flush with the mad and wicked. You won't make it through the night without employing my services. Das Lachen hättest du dir sparen können, weil dadurch ist das Ganze jetzt wieder so ein bisschen vage, aber gut, er hat recht, es sind sehr viele Irre unterwegs. Okay, also wir können Waffen dann veredeln. Das ist wahrscheinlich diese Umwandeln-Geschichte, denke ich mal. Aber ist die Frage, bringt das Umwandeln wirklich so viel mehr dann, wenn man es generell dann nicht mehr verbessern kann? Schwierig. You can forge armor, just like you do weapons. Forging armor is even easier than forging weapons. Whether you forge weapons or armor first? Well, that's up to you. But nobody wants to see you go hollow. So whatever you do, you'd better do it well. Alter, ist das geil, Lache. Okay, ja, aber ich bin definitiv mehr für gut angreifen. Ich meine, ja, ein bisschen Schutz vor Angriffen ist natürlich auch gut, aber da hilft ja mein Schild eigentlich schon relativ gut. Also, ja, gut, wenn man mal ab und zu getroffen wird, ist natürlich ein bisschen doof dann, aber okay. Hast du sonst noch was zu sagen? Nein. Der übliche Kram. Okay, und wir können eine Geste lernen. Hurra! Okay. Yeah, ich habe die Geste gelernt. Juhu! Okay, dann werde ich jetzt erstmal. Neither of us want to see you go hollow. Ja. Gut, dann gönnen wir uns noch mal ein paar Seelen. Bis wir 4000 zusammen haben. Ich glaube, 4000 brauchte ich jetzt noch? Ja. Ich brauche 4000. So, benutzen. Komm, nehmen wir einfach alle. Es langt nicht. Ich habe noch ein, zwei Seelen. Wir haben noch einen namenlosen Soldatenseele. 800. Dann sollte es mit dem nächsten. Well, nein. You seem to be doing all right. Need anything forged? Nee, noch nicht. I'll be seeing you then. Be careful out there.
Irgendwie ist er ja doch schon sympathisch, oder? So, und große Seele eines Soldaten. 1000. Schön. Gönn ich mir. Well, hello again. You seem to be doing all right. Need anything forged? Nee, ich will was shoppen. Und zwar... Wann das jetzt? Gegenstand kaufen. Und zwar... Diese zwei Dinger möchte ich jetzt haben. Einmal und zweimal. Cool. Don't get yourself killed. Neither of us want to see you go hollow. Okay, cool. Sehr schön. War eine erfolgreiche Episode. Wir sind gut vorangekommen. Und erstmal schauen wir uns das da drüben mal an. Ja, ein Level-Up bekommen wir jetzt natürlich nicht mehr. Aber das ist in Ordnung. Ich würde sagen, ich packe jetzt auch ein bisschen was in die Kiste rein. Und das wollte ich ja auch irgendwann mal austesten. Blockiert bedingte Estus-Regeneration. Weiß ich nicht. Ich denke, ich werde das mal wegpacken. Ich nutze das wahrscheinlich ohnehin nicht. Köderschädel lockt bestimmte Arten von Feinden an. Ein Schädel mit sanft wabernden Seelen. Igitt. Wird er geworfen, zerschellen die Seelen und werden zerstreut, sodass bestimmte Feinde angelockt werden. Seelen sind konzentriertes Leben und die lebenshungrigen Untoten werden von ihrer Energie geködert. Wirkt nicht bei allen Feinden. Mal gucken, ob das irgendwie irgendwann mal was nutzt. So, zwei Stück immer auf Reserve haben. So, Scherben, große Scherben. Okay, Funkeltitaniten. So. Genau, dieses eine Kurzschwert kann weg. Streitaxt kann weg. Hellebarde ist jetzt auch nicht so meins. Achso, das kann ich noch nicht wegmachen. Ich muss erstmal ausrüsten. Okay. Ja gut, macht ja auch irgendwo Sinn. So, den ganzen Quatsch hier brauche ich jetzt auch alles nicht. Okay. Schön. Also ich würde sagen, es hat sich gelohnt. Hat sich definitiv gelohnt. Cool. Cool, cool, cool. Wir haben gut Progress gemacht. Ich danke wieder fürs Reinschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.